Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute zum Thema, was möchte uns das Universum denn sagen? Erstmal ein bisschen Palo Santo. Mich räuchern, sich klare Aussagen und klare Eingebungen komme. Ich habe die Karten schon vorher gezogen. Es ist einmal ums Guard-Kartendeck. Das kam mir heute so. Ich habe am Anfang eine Karte des Mondes gezogen. Mondkarte zur Einstimmung. Manchmal macht sich eine innere Traurigkeit breit, aber denke daran, wie Bruder und Schwester stehen Trauer und Freude nebeneinander, auch wenn sie das Leben manchmal trennt, so wird eines das andere stützen. Die Familie der Gefühle lebt gemeinsam unter einem Dach. Greife nach dem, was du dir inniglich wünschst und lebe es aufrichtig aus deiner Entscheidung heraus. Traurigkeit und Freude liegen nah beieinander. Und wie Bruder und Schwester darfst du dein inneres Gleichgewicht finden. Deine männliche und deine weibliche Seite werden jetzt vereint. Und auch, dass dieses ständige Veränderung im Leben uns auch weiterbringt. Die tiefsten Verletzungen bringen uns zu den höchsten, manchmal zu dem höchsten Glück. Da man es in dem Moment aber nicht sehen kann oder fühlen kann, weil die Trauer so stark und so groß ist, darf man sich in diese Trauer, also in diese Gefühle auch erstmal hineinfallen lassen und sie einfach mal ausleben und nicht immer wegstecken. So kommt da so, das muss weg. Nein, das darf da sein. Und dann ist der Weg frei für die Freude und für das Glück. Das Universum hat manchmal andere Pläne für uns. Und diese Pläne werden manchmal auf eine Art und Weise umgesetzt, die wir nicht verstehen können. Aber im Nachhinein verstehen wir sie meistens immer. Fühle das, fühle in dich hinein und schaue, was du in deinem Inneren trägst, was du für dich wirklich im tiefsten Inneren, du dir für dich wünschst, deine innersten, tiefsten Wünsche, nicht die vom Ego, deine inneren, tiefsten Wünsche. Mach dir klar, dass dies mit deinem Lebensweg vereinbar ist und dieses Ego, das immer dieses Ich will, auch einfach mal leise sein lässt und auf dein Inneres hörst und deine Wünsche werden zur Realität. So, jetzt haben wir die. Das ist doch eine wunderschöne Botschaft, dass deine Wünsche können wahr werden, wenn du in tiefstem Inneren an dich glaubst, wenn du in einer Situation bist und festgefahren bist und du machst dir immer Gedanken, welche Entscheidung du treffen sollst, wird dir das Universum, wenn wir keine Entscheidung treffen, wird das Universum die Entscheidung für dich treffen, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, ja, aber im Nachhinein. Glaube an dich, glaube an deine Kräfte,
Und diese Kräfte werden im Moment sehr stark erweckt. Die Feinfühligkeit, die Hellhörigkeit, die Hellsehfähigkeit wird erhöht. Dieses in Einklang kommt zu uns. Und wir dürfen auch Ja sagen für das Leben und für unseren Weg. Die Menschen werden merken, dass ihr Inneres stärker ist als ihr Ego. So, jetzt habe ich vorher die Karten schon gezogen. Ich habe jetzt mal die Skatkarten genommen, weil ich mich darüber schlau gemacht habe, dass man diese Kartendecks muss man eine Genehmigung einholen. Und das habe ich jetzt, bin ich gerade am Schreiben, deswegen habe ich die Skatkarten genommen. Da ist das, hoffe ich, anders. So, jetzt haben wir hier, jetzt ist gefallen die Karo Dame, Herz 9, Bube Karo, Pik Bube und Herz König. Und hier die Zusatzkarte ist der Herz Bube. Die Karo Dame ist eine charmante, weiche, ansprechende Frau. Steht für Hilfe und Unterstützung. Das ist vielleicht auch diese weibliche Kraft in dir, die gerade wächst. Und auch, dass du deine Weiblichkeit siehst, dass du siehst, wie schön du bist. Du darfst ja auch im Spiegel, wenn du morgens aufstehst, dich einmal anlächeln und Vertrauen in dich selbst, auch diese Schönheit zu dir selbst sehen. Sie hat eine Rose. Und eine Blume, eine rote Blume, das steht auch für das Wurzelchakra. Und die hat sie in der Hand, die linke Seite ist ja die frauliche Seite. Und dass du einfach deine wahre Schönheit erkennst und dich selbst liebst. Diese Selbstliebe, dass du dir im Spiegel ein Lächeln schenkst. Und sie hat auch einen Kelch in der Hand oder eine... sehe ich jetzt nicht so, aber auf jeden Fall ein goldenes Gefäß, das für die männliche Seite, also diese Blume für die weibliche Seite und für die männliche Seite, diese Kraft, dieses Zepter in der Hand. Ich darf mich selbst lieben, ich darf meine Schönheit in mir sehen. Das ist jetzt eine Kollektivlegung, wenn ihr ein Mann seid, dreht ihr euch das einfach um. So, das steht für die Karo Dame. Herz 9 steht für Harmonie in Liebesbeziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in Freundschaften oder im Beruf. Das heißt, dass die Beziehungen, die jetzigen, sich verändern werden. Sie werden schöner. Die Menschen gehen mehr auf sich zu und werden auch mehr zusammenarbeiten. Sehen die Menschen aus dem Blickwinkel der Liebe. Wenn du dich selber liebst, siehst du auch die ganze Welt mit anderen Augen und dadurch werden auch andere Bereiche geöffnet, die auch im Zusammenhang mit deiner Arbeit, das geht auch um das Berufliche und auch den spirituellen Wachstum, diese Arbeit an dir selbst, die Schönheit in dir zu sehen, dir eine Blume zu schenken, kauf die Blumen, mach dich schön für dich und vielleicht auch dein eigenes Sein, dein eigenes Bewusstsein zu erkennen. Und da ist eine gute Unterstützung, wenn du dies ausstrahlst, werden es auch andere Menschen sehen. Und es werden Menschen zu dir kommen, die in Zusammenarbeit mit dir sein können. Wenn du im Beruflichen etwas hast, wo du im Moment nicht weiterkommst, ist es wichtig, dass du an dir selber arbeitest und deine Schönheit siehst, deine Gaben siehst, die du hast und die du dann ausbauen kannst. Und da ist die Herz 9 eine sehr, sehr, sehr große Unterstützung. Und da kommt dann noch das Glück dazu. Ja.
das Glück in allen Bereichen. Komm von außen herangeschwebt. Zufälle können passieren, dass du irgendwo spazieren gehst und du triffst Menschen, die in gleichen Berufen arbeiten oder in gleichen Bereichen, mit denen du dich beschäftigst. Da entstehen sehr, sehr schöne Kontakte. Oder wenn du irgendwie im häuslichen Bereich etwas oder wo es dir nicht gut ging, das wird sich jetzt bereinigen. Da kommt viel Glück und Freude herein. Alles wird sich zu deinem Besten verändern. Der Pi-Bube steht auch für die Zusammenarbeit, für die Mitarbeit, für die auch eine Wunscherfüllung kann dahinter stehen. Also der Weg bist du selbst. Dieses Anerkennen deiner Schönheit, und das hat auch nichts mit Äußerlichkeiten zu tun, es hat mit der inneren Schönheit zu tun, die du in dir selber sehen darfst. Es gibt viele, viele Menschen, die im Äußeren sind, das wird sich aber jetzt auch ändern. Die Menschen werden die innere Schönheit von den Menschen sehen, und es ist wichtig, dass du deine innere Schönheit siehst. Nähre diese innere Schönheit. Und dann kommt der Weg. Es ist schon vorbestimmt. Kommt ganz, ganz viel Schönes, viel Glück, viel Zusammenarbeit, Wunscherfüllung, Harmonie, die Harmonie in dir selbst. Es haben sich ja auch sehr viele Portale jetzt geöffnet und viele Energien sind an deiner Seite, die dich da in deinem Tun, in deinem Wachstum, in dir selbst unterstützen. Die Gedankenstrukturen, die festgefahrenen werden, verschwinden, allein dadurch, dass die Energien so hoch sind und uns davon befreien und dir viel bewusst wird, welche Gedanken dich in deiner Kindheit belastet haben oder welche Gedankenstruktur du generell hast. Diese werden gehen, dir wird es auffallen. Du wirst viel klarer und freudiger und liebevoller auch mit dir selbst durch das Leben gehen. Das ist sehr viel Unterstützung, die jetzt kommt. Und dann kommt die männliche Kraft und die weibliche Kraft in Einklang. Die männliche Kraft in Unterstützung in dir selbst und die weibliche Kraft in Einklang. Und diese männliche Kraft, es steht auch für Macher, für Tun, für Vorwärtskommen, für Projekte anleiten, für Kreativität, im Bereich deiner Gaben, die dich da unterstützen. Und wenn du eine Gabe hast und du wusstest die ganze Zeit nicht, wie du es voranbringen kannst, fang einfach an. Fange einfach an, deine Gaben zu unterstützen, dich selbst zu unterstützen, und dadurch, dass du dich selber siehst, sehen die anderen Menschen dich. Und dieses Anfangen ist der erste Schritt. Man kann mit ganz wenigen Mitteln seine Gaben unterstützen, diese Erstellung, dieser Aufbau, und erstmal dieses Erstellen, erstmal tun, bringt dich auch in deine innere Freude und deine innere Kraft. Herzbube ist ein Neuanfang, ja. Es wird alles sich verändern. Diese Schatten werden gehen, ja. Deine Schatten, deine negativ, weiß nicht, ob es negativ, aber deine immerwährenden Gedanken über dich selbst, dass du es nicht wert bist, dass du das nicht kannst, wie du das machen kannst. Dieses alleine fühlen, dieses Selbstzweifeln, die werden alle gehen. Du bist beschützt und behütet in deinem Tun. Glaube an dich und geh deinen Weg. Sieh dich selbst. In der Öffentlichkeit wird sich viel ändern. Du wirst gesehen. Die Menschen werden dich sehen. Die Menschen werden dich wertschätzen und anerkennen. Sie werden sehen, was dich ausmacht, was du für Gaben hast, was du für wertvolle Dinge erstellen kannst. Treue Begleiter sind an deiner Seite, Energien, die dich unterstützen.
Energien, die dich halten und tragen und die dir immer wieder die Information geben, geh voran, das machst du gut, du kannst das und du schaffst das. Alles Alte wird abgenagt, wird von dir verschwinden, alles, was nicht mehr zu dir gehört, wird gehen, aber in einem neutralen und einvernehmlichen Bindung, ob das jetzt mit Bindung zu tun hat, mit Menschen oder mit, im Beruflichen. Es kann sein, dass du einen neuen Job anfängst oder dass du jemanden beim Spazierengehen oder in der Kneipe oder wo auch immer im Fitnessstudio triffst, wo einfach deine Gaben unterstützt und du dich auch in dem Beruflichen verändern kannst. Und die Geschenke, die kommen für dich, die kommen. Die sind kurz davor durchzukommen. Die sind schon fast da. Glaube an dich und glaube an diese vielen Geschenke und an das Glück. Und an das Glück in jedem Ding. Es wird etwas Wundervolles entstehen in deinem Leben. Habe ich noch eine Karte der Engel gezogen, das ist von der Doreen Virtue. Die innere Kraft, alles was du bisher in deinem Leben erfahren hast, hat dich stark und mutig gemacht. Ich lese das jetzt gerade mal vor, weil ich finde, die Worte sind so schön. Alles was du bisher in deinem Leben erfahren hast, hat dich stark und mutig gemacht. Entsprechend dieser Karte bist du stärker, als dir bewusst ist. Und das bist du. Und das weißt du auch, du fühlst das innerlich. Deine Karriereträume erfordern Entschlusskraft und Mut. Und du hast diese Qualitäten durch deine Lebenslektionen entwickelt. Alles, was du je erlebt hast, hat dich zu diesem Augenblick gebracht. Und du bist bestens vorbereitet, ein neues Projekt zu starten. Und so lange dran zu bleiben, bis es erledigt ist. Es liegt in der menschlichen Natur, vor Aufgaben zurückzuschrecken, die als schwierig wahrgenommen werden oder Angst vor Versagen auslösen. Nichtsdestotrotz rufen diese Aufgaben deutlich deinen Namen. Ob du nun angeleitet bist, ein Buch zu schreiben, deinen Beruf zu wechseln, noch einmal zur Schule zu gehen, dein eigenes Business zu starten oder deine Kunst der Öffentlichkeit zu präsentieren, du hast die innere Stärke, genau das zu tun. Was glaubst du, welcher Weg dich zu größerer Freude führen wird? Aktive Schritte in Richtung deiner Träume. Selbst wenn du nicht sicher bist, ob der Traum umsetzbar ist oder ob du die richtigen Schritte nimmst, um ihn zu realisieren oder ihn endlos aufzuschieben, welcher Weg wird letzten Endes schmerzhafter zu erfahren sein, Versagen oder Demütigung zu riskieren, indem du aktiv wirst oder auf Nummer sicher zu gehen? Ja, kam ja genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Lass dich nicht von deiner inneren Kraft abbringen. Es gibt immer Menschen, die dir da reinreden wollen, aber tief in dir weißt du selber, wozu du fähig bist. Du kannst dir das alles anhören. Vielleicht gibt es auch noch ein paar gute Inputs für dich, aber letztendlich weißt du ganz genau deinen Weg. Und die Angst, die wird verschwinden, wenn dir irgendwas am Herzen liegt. Ob das jetzt in Beziehung ist, ob das ein Projekt ist, ein neuer Beruf oder Kunst oder Kreativität. Ja? Und wenn du ein tiefes Gefühl dafür hast, fang jetzt einfach an. Und alleine, dass du anfängst, werden sich für dich Türen öffnen. Diese Energien sind im Moment so hoch. Wir werden das sehr, sehr, sehr großartig unterstützen. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Und es werden sehr, sehr, sehr viele, viele glückliche Momente in deinem Leben auftauchen. Du wirst sehr viele neue Menschen kennenlernen, die auch in deiner Frequenz schwingen und die dich auch dabei unterstützen, deinen Weg in Zusammenarbeit. Da kann sehr, sehr viel Großartiges entstehen. Glaub an dich. Seh dich im Spiegel, tu was für dein Inneres,
Mach Meditation oder wenn du irgendwelche Probleme mit Menschen hast und immer diese wiederkehrenden Gedanken da sind. Wir haben da auch eine sehr schöne Medi, die Herzöffnung. Da kannst du dir diesen Mensch vorstellen vor deinem Auge und da wird dir auch einiges klar werden. Dann kommt viel Glück, Zusammenarbeit, Wunscherfüllung. Du wirst ein anderer Mensch, der klar durch die Welt geht, ganz klare Ziele hat und klare Prinzipien, Grenzen setzt und du wirst auch von allen unterstützt. So, das war's zum heutigen Meeting. Ich danke euch für euer Zuhören und ich danke euch, dass ihr da seid bei uns in unserem Kanal. Setzt uns ein Like, abonniert uns. Das wird mich sehr glücklich machen. Vielen, vielen Dank für euer Zuhören. Ich wünsche euch einen wundervollen, glücklichen, schönen, ereignisreichen Tag.